Hallo und herzlich willkommen hier bei der neuen Reihe. Ja, mit Rose. Das ist Edel Village. Neues Spiel. Den machen wir auf Live. Für mich ist das eigentlich eher so ein, naja, Ausnahmefall. Wäre cool. Zuhören. Hey Kay, sorry, bin spät dran. Kein Ding, ich hab eh nichts vor. Du wolltest mir was Wichtiges sagen? Doch nicht, dass Chris mich bei seiner Mission dabei haben will, oder? Ich hab ihm schon gesagt, dass ich da keinen Bock drauf hab. Ehrlich, was ihr von seiner Houndwolf Squad für ihn durchmacht. Nein, danke. Darum geht's nicht. Es geht um dich. Mich? Ich mach mir Sorgen. Wie läuft's in der Schule? Ernsthaft? Dafür hast du mich herzitiert? Machen diese Mädchen es dir immer noch schwer? Du meinst, ob sie mich noch wie ein Freak behandeln? Hey! Sieh mich an. Du bist kein Freak. Doch. Und das weißt du. Darum halte ich mich von den anderen Schülern fern. Wenn sie wüssten, was ich bin. Also, hast du keine Freunde zum Reden? Reden? Worüber? Dass ich kaum ein Mensch bin? Dass ich ein abstoßendes Monster bin? Aber hey, ist okay. Freunde bringe ich selten um. Was, wenn du deine Kräfte loswerden könntest? Ich würde keine Sekunde zögern. Okay, dann lass mich dir was zeigen. Du weißt bereits von Miranda und dem Mutamyceten, wie sie ihn wie besessen untersuchte und ihren Experimenten an Menschen. Wie mir. Genau. Was du nicht weißt, ist, dass wir jetzt Teile ihrer Unterlagen gefunden haben. Offenbar entdeckte sie einen reinigenden Kristall, der den Mutamyceten entfernen kann. Reinigenden Kristall? Wenn wir so einen hätten, könnten wir deine Kräfte vielleicht abschwächen. Womöglich sogar ganz entfernen. Du verarschst mich. Nein, aber die Notizen sind unvollständig. Allerdings habe ich da so eine Ahnung, wo der Rest ihrer Forschung sein könnte. Na dann los, finden wir sie. Wo ist sie? Da drin. Was? Das ist ein Fragment des Megamyceten. Es absorbiert und speichert die Erinnerung derer, die in unmittelbarer Nähe sterben, auch Mirandas. Und damit all ihr Wissen. Wenn du in sein Bewusstsein eindringst, findest du vielleicht etwas über diesen Kristall heraus. Was soll das heißen, in sein Bewusstsein? Okay, also, wir sprechen mal nicht, ne? Dank deiner Verbindung kannst du die Informationen im Innern erkunden. Das klingt verrückt. Du klingst verrückt. Ja, Rose, aber nicht gefährlich. Okay, es ist quasi wie ein Spaziergang durch jemandes Erinnerung. Und du denkst, das funktioniert? Ein Versuch ist's wert. Was hast du zu verlieren? Wie soll das überhaupt gehen? Du, Scheiße, ich, keine Ahnung. Versuch's zu kontaktieren, dann sehen wir's. Okay. Na gut. Was soll's? Oh mein Gott, Rose ist so komisch. Ja. Als ob sie Sachen sieht, die gar nicht da sind. Creepy. Verzieh dich gefälligst, du Freak. Er will schon mit der befreundet sein. Ist sowas von nicht normal. Auf ihrer Hand hat sich was bewegt. Was ist los mit dir? Hört auf! Creepy. Weißt du nicht, wie mächtig dieses Kind ist? Hat sich was bewegt. Nicht abstoßen! Bitte, hör auf!
Kay! Kay! Wo bist du? Kay! Hier stimmt was nicht. So, mal gucken wir hier alles angucken. Ja. Erst Ding. Geht sogar weiter. D. Aber wenn ich zu schnell sein sollte zum Lesen, man kann das Video kurz anhalten, ne? Ich bin im Lesen leider sehr bedauerlich schlecht, von daher ist das auch nicht vor. Fenster können hier rausgucken. Da kann man nichts sehen. Da auch nicht. Viele Proben. Und hier geht's raus. Warte. Was? Mauerwerk. Bergen. Schon sehr merkwürdig, dass hier alles so extrem schief ist, ne? Und dass sie gerade so ein Licht bei sich hat, ne? Dann ganz gut, sonst kann man nicht gucken. Die Grabe vor, ne? Schiffe, Pferde, würde ich meinen. Für den Speed, würde ich meinen. Und uns Folterinstrumente sein. So wie die Knastzellen hier in diesem Schloss. Ja. Ich muss mich beeilen, sonst bin ich. Ich die nächste. Ich muss diesen Kristall bekommen. So. Hier ist auch nichts zu sehen. Fackel ist aus. Eine Fackel ist an. Gehen wir in Höhe. Geht doch laufen? Nö. Also schnell laufen, meine ich jetzt. Oh. Tschu. Also ich kann da jetzt nichts erkennen. Was wir davon gebrauchen können, ne? Da war ein Schuh. Was zockt da oben? Ach ja, so ein Blut. Und so eine Masse. Keine Ahnung. Ja, die Folgenlänge wird immer so lang sein. Voll eklig. Das immer so ungefähr bis zum Speicherpunkt, ne? Also da muss ich mal schauen. Das
mich rauf. Ist da jemand? Gefährlich hier. Gefährlich? Wieso? Warte, ich sehe, ob ich einen Schlüssel finde. Um nix. Hier gibt meistens so eine Ereignisse immer eine Änderung. Dass plötzlich was anderes passiert, ne? Wenn wir jetzt nicht reagieren darauf, könnte es sein, dass man da nichts passieren würde. Ja, ach so, da die Tür. Spritzen ohne Ende. Was doch gut sein soll. Oh. Im Kreis gelaufen. Ja. Dann bin ich zurückgelaufen irgendwie. Na, das ist doch ein Weg. Abgerissen. Da steht mein Name. Oh, einfach den Hasenkadaver beigeben, um einen Hund Kunstwerk draus zu machen. Bei diesem Prozess kein Problem. Wenn man ihnen etwas Schminke auflegt, sehen sie lebendiger aus. Oh, sind sie im Takt? Achso. Muss etwas sein noch. Zentrum. Wie schön. Das macht sie alleine. Okay. Ich
ab. Zurückgehen und die Zelle aufschließen. Ist das ein Ereignis gewesen, was wir mit dem Schlüssel gefunden haben, hat sich im Prinzip etwas Neues ergeben. Links gehen. Oh, ekelt. Genau. Schön Licht, ne? Ja, das F kriegt man nicht klar. Jetzt mehr. Oh, hier mit da. Weiter. Aber zu gefährlich hier. Ist hier offen. Hey, warte! Sind noch mehr, die wie ich aussehen. Weißt du, was hier vor sich geht? Hey, hörst du mir überhaupt zu? Der Hebel fehlt. Wir müssen das Tor öffnen. Hebel suchen. Jetzt hier rein. Ach, da. Die hocken. Das ist ungefähr so ein Ding, was man jetzt lernen kann, wie man steuert, man sieht. Keine Panik.
Foto, eine Tote. So viele Leichen. Erstaunlich, ne, wenn sowas wie Sinn gekommen ist. Kann man nur spekulieren. Ich habe gesagt, ich habe geträumt. Aber man kann ja das träumen, was man schon kennt. Ne? Das ist okay. Her. Schon mal gewesen. Mal aus. Rechts. Rechts. Oh. Seh. Links rum können wir nicht gehen. Laufen. Zwift. Mal gucken, was Zwift ist hier. Weg!
Guter Kamin, ne? Oh, Kappe da. Die Zuschauer, das soll schon vor dir gewesen sein. Es geht gleich weiter. Neue Folge. Und zwar morgen. So, ciao. Bis nächstes Mal. Tschüss.